Rede mit den Einwohnern von Quedis und Nerols, wie du Sami dazu bringen kannst, die Tür zu öffnen. Da haben wir schon mit dem Kandidaten geredet. Bringe uns so ein paar Sonnenblumen. Ja, vielleicht müssen wir das zuerst machen. Ja, willkommen zu einem neuen Part. Summer in Mara in neuer Aufnahme. Ja, versuchen wir es mal. Vielleicht können wir irgendwie. Ich kümmere weiter, wenn wir erstmal die Quest mit den Sonnenblumen erledigen. Vielleicht kann er uns dann weiterhelfen, vielleicht tut er es dann. Vielleicht sagt er uns dann, wie wir weiterkommen. Momentan versperrt uns doch den Einlass, obwohl wir das Buch bei uns haben. Hier gibt's Apfel. Habe ich auf Screen schon ein paar Äpfel gefunden. Ja, bei den Bäumen liegen sie. Damit können wir jetzt entweder die Hunde füttern oder erstmal anpflanzen. Komm mal, Apfelbäume. Pflanzen, das wäre auch nicht so verkehrt. Was haben wir denn hier? Kein Vertreter, keine Störenfriede. Wie unhöflich. Ich bin weder ein Vertreter noch ein Störenfried. Also. Können wir doch jetzt rein, oder? Tja. Die Bewohner hier, die sind ein bisschen reserviert. Das ist so ein bisschen. Ja, wir werden nicht überall reingelassen. Oh, was bist denn du? Eichhörnchen. Blaues Eichhörnchen. Ist das putzig. Hallo, wer bist du denn? Ich komme jeden Tag hierher, um die Fische zu füttern. Und ich schwimme mit den Fischen. Ich vertreibe deine Fische. Mal ein bisschen im Seebahn gehen. Was haben wir hier? Matratze. Klauen wir mal ein bisschen. Ein Lagerfeuer. Theoretisch könnten wir auch irgendwann mal campen. Wir haben noch nicht das Rezept für ein Zelt, aber ein Lagerfeuer können wir schon machen. Wir haben schon das Rezept. Schokolade. Das haben wir gerade mitgenommen, oder was? Ja, wir haben ja auch zwei Bienenköniginnen. So, theoretisch müssten wir jetzt auch irgendwo Feuer machen können. Mit dem Hammer müsste das gehen. So, das war cool. Okay, hier kann ich wohl nicht bauen. Schade. Okay, hier mal hoch. Was haben wir hier? Ah! Na, Popo! Du bist hier. Was tust du denn hier? Ein Schrein. Guckst du dir den Schrein an? Aha. Alter Tank. Sehr gut, ich habe den Tank aufgefüllt. Okay. Tankstellen, wenn man so will. Schön. Wenn das mal nicht ein Screenshot wert ist. Ja, sehr schön. Na dann. Müssen vielleicht mal irgendwo schlafen gehen. Gehen wir zum Schiff. Zum Boot rüber. Ist erschöpft. Na toll. Hätte ein bisschen essen sollen. So ein bisschen Nahrung im Inventar. Schokolade. Sie schmilzt schnell. Ja, bringt leider nicht viel. Hätten wir vielleicht behalten müssen. Vielleicht hätten wir die Schokolade noch irgendwie gebraucht. Hätten wir sie irgendjemandem als Quest geben müssen. Tja, das ist jetzt vorbei. Zack. Hier mal runtergesprungen. Wir müssen mit dem Kutter nochmal auf die Insel. Müssen wir Sonnenblumen anfertigen. Müssen wir mal zurück.
Na, apropos, du musst doch nicht mehr mitkommen. Es ist doch hier. Das ist ein treues Ding. Kommt immer wieder mit zurück, wenn wir zur Heimatinsel aufbrechen. So. Na dann, Sonnenblumen. Hier Brombeeren. So. Säen. Können wir erstmal Baumwolle ab ernten. Sehr gut. So, Sonnenblumenkerne, genau. Können wir aufs Brötchen streuen. Sonnenblumenkernbrötchen basteln, aber. Können wir auch hier erstmal. Ah, der Regen, der tut's. Das ist gut. Hier noch Sonnenblumenkerne. Wir haben nur diese vier Felder. Das andere müssen wir erstmal noch freischalten. Sonnenblumen. Sehr gut, dass das der Regen für uns tut. Karotten. Hier nochmal Karotten. Müssen wir nicht extra gießen. Hervorragend. Äpfel hätten wir noch einpflanzen können. Das müssen wir wahrscheinlich jetzt Bäume machen. Pflanzen wir jeden Tag neben dem Haus. Schönen Apfelbaum. Kann man das hier irgendwie bauen? Ernten. Ein Apfel. Ein Apfelbaum. Genau. Ich meine, hübschen Apfelbaum. Köstlich Apfel. Der Regen gießt den Apfelbaum auch. Oh, und da ist unser Brombeerbusch schon gewachsen. Den wir da angepflanzt haben. Sehr schön. So, wo pflanzen wir jetzt noch einen Baum an? Hier kann man auch Bäume pflanzen. Ja, schöne Apfelbäume. So muss das sein. So, Apfel pflanzen. Drei haben wir hier noch. Pinienkerne haben wir auch noch. Vielleicht nicht übereinander pflanzen. So, Pinienkern. Hier wird angebaut. Pinienkern. Für Holz. So, hier noch eine Pinie. Dann ist gut. Dann haben wir alle Pinienkerne gesetzt. So. Dann noch unsere zwei Äpfel loswerden. Dann können wir ja bald Äpfel ernten. Ja, ich meine Äpfel sehen. So, ernten. So, und einen Apfel haben wir noch. Den können wir ja auch noch einpflanzen. Hier zum Beispiel. Sehr gut. Na dann, auf dass unsere Insel nahrhaft werde. Das sieht doch schon sehr gut aus. Die Motive hier im Bildschirm. Ist jetzt 15 Uhr, aber vielleicht gehe ich trotzdem mal schlafen. Zuck. Gut, haben wir einen Tag verschlafen. Das wird wahrscheinlich noch nicht fertig sein. Oh, die Sonnenblumen wachsen schon. Stehen noch nicht ganz am Blüte, aber. Ja. Es braucht noch ein paar Tage. Ich ernte mal ein paar Brombeeren. Sehr gut. Können wir ein bisschen Saft machen. Saft pressen. Auf jeden Fall gut für unterwegs. So, Küche, Brombeersaft akzeptieren. War's das schon? Der ist ja teuer, der Saft. Marmelade, da brauchen wir Zucker für. Müssen wir einkaufen gehen. Ein Zucker. Orangen haben wir hier, Orangenmarmelade. Das klingt doch gut.
Da brauchen wir einen Plattfisch. Und da brauchen wir einen Rotflossenfisch für Plattfisch. Müssen wir fangen gehen. Wir suchen uns mal einen Plattfisch. Das ist doch mal eine Mission. Können wir uns ein Fischgericht basteln? Gab es da nicht hier drüben noch welche? Hier gab es doch was zum Angeln. Hier war doch Plattfisch, oder? Irre ich mich da hier drüben? Ja, Plattfisch. Angeln gehen. Sehr gut. Müll. Das ist nicht so toll. Ja, ich will hier keinen Müll angeln. Das ist doch hier. Verschenke ich jetzt meine Köder oder was? Ich hoffe, ich kann den Müll irgendwann wegschmeißen. Es gibt keine großen Fische mehr. Dass die kleinen Fische ausgewachsen sind. Ach, dann toll. Was sagst du mir jetzt, nachdem ich hier mehrfach geangelt habe? Ein bisschen Muscheln sammeln gehen. Ich weiß nicht, was die mir mal bringen werden, aber irgendwas vielleicht schon. Holz. Muschel. Hier gibt es Krabben. Kann man auch zubereiten. Wenn jetzt noch so einen Fisch finden, so ein Plattfisch, dann können wir uns dann ein hübsches Menü draus machen. Nee, hier nicht. Obwohl, das bräuchten wir auch mal. Um das andere Fischgericht zu machen. Es gibt keine großen Fische mehr. Ach, hallo, na, Popo. Möwe. So, hier mal ein bisschen Muscheln sammeln. Ist vielleicht auch irgendwo für gut. Schwimme nicht zu weit raus. Ich weiß nicht, was es uns bringt, aber... Oha. Da lag was rum. Das war ein bisschen wertvoller als ein Stück Holz. Was haben wir denn hier? Dünger. Na, das ist super. Das können wir gebrauchen. Dünger auf der einsamen Insel hier. Also auf der kleinen abgelegenen Insel. Das hier ist an sich schon eine abgelegene Insel. Eine einsame Insel. Wir sind einsam und das ist eine Insel. Ein Oktopus angeln. Müll. Vielleicht können wir den Müll irgendwann mal verkaufen oder so. Tja. Oder wegschmeißen. Tja, das Angeln ist momentan nicht so lukrativ. Könnten wir mal hier ein bisschen... Gehen wir mal wieder zurück. Bis wir wieder zurück sind, ist es abends. Pilz. Und Pilzsuppe draus machen. Brombeere. Orangen. Das wird doch, glaube ich, auch Orangensaft wird man machen. Das war auch gut, dass wir hier ein paar was mitnehmen. Orangenmarmelade wird man machen. Machen wir Zucker für. Müssen uns merken. Sollen wir das nächste Mal in der Stadt sind, also Geld für Zucker ausgeben. Kann ich noch nicht ernten. So, Küche, Orangensaft. Da fehlt noch eine Orange für. Aber Brombeersaft kann ich machen. Plattfisch. Wo wir den kriegen. Kein Rezept für neues. Einmal Seilfaden. Ja, schön und gut. Eine Orange brauche ich noch. Hängt hier zufällig eine rum. Hier sind noch Pilze. Vielleicht können wir die verspeisen. Wie sieht das aus? Sind das Nahrungsmittel? Ne, sind sie nicht.
Verbrauchsfrüchte. Eine Orange hätte ich gern. Ich noch irgendwo einen Baum, der mir Orangen geben kann. Schaut gerade nicht danach aus. Leider nicht. Pilze. Die werden bestimmt auch irgendwann zu irgendwas nützlich sein. Ja, er hat immer gesagt, dass dies wäre ein Schafstall. Aber ich habe nie welche gesehen. Können wir einen bauen oder willst du einen Schafstall bauen? Hühnerstall. Okay, da brauchen wir Nägel für. Wo immer wir Nägel finden. Zerstören. Ja, hier brauchen wir noch keine Zäune. Machen wir hier kaputt. Können wir den Zaun woanders aufbauen. Sieht hier auch hübsch aus, aber. Ja, hier. Das damit ich keinen runterfällt, aber ich springe ja sowieso überall runter. Daher sagt er und sprang den Abhang runter. So. Können wir jetzt Zäune machen oder fehlt da noch was? Hier würde ich gerne vielleicht ein bisschen was zumachen. Das wäre mal ganz gar nicht schlecht. Ist das der Apfelbaum, der da gewachsen ist? Nee, ich glaube nicht. Im Winter. Schwimmer. Okay. Müssen wir mal hier den Hammer bauen. Der rustikale Zaun, ganz genau. Das soll es sein. Müssen wir hier nur gerade platzieren. Damit es auch schön aussieht. Ja, hier. Naja, geht so. Rustikaler Zaun. Das Grundstück so ein bisschen zumachen. Soweit es möglich ist. Da drüben stehen noch mal ein paar Zäune. Naja, ganz viel aus hier wahrscheinlich nicht zu kriegen. So. Sehr gut. Okay, da haben wir kein Holz mehr für. Ist ja gut. Haben wir ja schon ein bisschen zugebaut. Ich kann ich noch nicht ernten. Ich auch eintreten. Küche. Okay, da fehlt uns immer noch eine Orange für. Schlafen gehen. So, vielleicht können wir jetzt am nächsten Tag mal ein bisschen ernten. Sehen gehen. Nein, das sieht noch nicht gut aus. Das muss noch ein bisschen. Tja. Na dann. So, ja. Müssen wir erstmal die Sonnenblumen machen, bevor wir weitermachen können. Ich fürchte, das ist jetzt das. Das müssen wir jetzt erstmal tun. Um unserem Mentor zu gefallen, den Katzenjungen. Na, Popo, der geht super. Jo. Können wir hier irgendwo einen Hühnerstall bauen? Wir haben noch ein Hühnerstallrezept. Können wir das vielleicht mal machen? Hühnerstall. Achso, da müssen wir den Hammer holen. Hühnerstein, Nagel brauchen wir dafür. Wo kriegen wir Nagel her? Kohle. Oha. Da sind wir wahrscheinlich noch ein bisschen weit von entfernt. Bis wir Kohle kriegen. Kohle, Kohle, Kohle. Ganz genau. Dann können wir hier was abbauen. Tja. Kaputt machen.
Tja. Später vielleicht irgendwann. Tja. Dünger, vielleicht können wir den mal hier verteilen. Ich glaube, dass hier ein bisschen schneller wächst. Wenn die Sonnenblumenkerne das Thema wachsen. Und gegossen werden müssen sie auch noch. Kümmern wir uns mal drum, dass das hier ein bisschen schneller läuft. Der Dünger war wahrscheinlich ineffektiv. Weil wir hier erst gießen und dann düngen müssen. Aber gut. Ich hoffe, er tut sein Ding. Der Dünger. Ups. Oh, da hinten ist eine Insel. Ich weiß nicht, sollte ich da hinaufbrechen? Vielleicht ein Schiff. Wäre nicht schlecht. Jetzt hier so. Zu Fuß. So von selbst schwimmen. Hält dich für gefährlich. Ich mal ein bisschen rumhupsen. In die Mine. Achso, den Hammer brauchen wir dafür. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Eisen. Wir können uns aus dem Eisen einen Nagel machen. So, wie ein richtiger Zwerg hier. In den Minen ein bisschen arbeiten. So muss das. So, sehr gut. Machen wir mal ins Inventar. Stein. Metall. Wir bräuchten ein Rezept für Nagel. Also nicht für Nagel. Nicht Lunas Geschöpfe aus Harry Potter. Sondern hier. Nagel. Was zum Werkeln. Oh, hier können wir schon sehen. Die Karotten leider nur. Sehr gut. Können wir euch auch schon sehen. Okay, die Sonnenblumen brauchen noch ein bisschen Karottensamen. Gleich wieder anpflanzen. So muss das. Das Gestrüpp können wir noch nicht loswerden. Eine bessere Hacke. Können wir die vielleicht mit Stahl verstärken? Das wäre vielleicht eine Option. Ist ja auch eine ziemlich blöde Art, jetzt hier zu bewässern. Das ist ja irgendwie seltsam. So, hier können wir nichts machen. Ein Brett. Nägel können wir nicht machen. Harzschimmer können wir. Tja, Seil. Nägel können wir noch nicht machen. Tja. Ins Bett gehen. Wird schon 18 Uhr. 20 Uhr wird stachartig dunkel. Ja, geh weg. Ploppt ja auf einmal das Inventar auf. Ne, das Steam-Ding und Steam-Sache poppt auf. Zum Schlaf gehen. Wir wollen, dass die Sonnenblumen wachsen. Ist gut. Jetzt können wir sie sehen. Ja, das will ich aber, dass das noch gefixt wird. Das ist jetzt hier. Da muss jetzt hier noch ein Update kommen, weil das wirkt einfach wirklich jetzt hier. Dass das hier verwechselt wurde. Säen und Ernten. Ja, muss jetzt nicht sofort sein, aber. So, jetzt können wir auf jeden Fall erstmal dem Herrn Mentor seine Sonnenblumen zeigen. So. Vielleicht rückwärts auspacken. Ja, das wäre nicht schlecht. Fahren jetzt rückwärts. Ich glaube, das geht ein bisschen zu langsam. Fahren wir lieber vorwärts. So übers große Meer.
zurück nach Quedis, können wir auch. Müsste Abschleppfahrt nach Quedis bestellen. Na. Das ist doch Wucher. 30 geht. Ja, den Weg können wir so lange dort jetzt auch nicht. Von unserer Insel nach Quedis. Das ist keine Entfernung. Später vielleicht irgendwann, wenn wir weitere entfernte Inseln haben. Oh. Das war ein großer Rochen. Ja. Kurz mal die Steuerung. So, hier. An Land. Das ist aber ein bisschen weit entfernt vom Land. Ups. Na ja, gut. Schwimmen wir halt ein bisschen. Ein bisschen paddeln. Na komm, nicht ertrinken, Kleine. Na komm, wir sind gleich da. Verdammt. Ist daran soll es jetzt liegen, oder was? Dass wir da bis drüben nicht paddeln können. Müssen wir das Schiff jetzt richtig anlegen lassen, oder was? Aber wirklich jetzt. Na komm, das ist doch keine Entfernung, die kann man doch. Kriegt man doch hin hier. Das war's, du warst doch hier schon. Das ist doch unrealistisch. Na gut, so. Sehr gut. Haben wir so angelegt. Ja, sind wir ein bisschen mit dem Kai gecrashed. Wasserbrunnen. Kann man ein bisschen Wasser nehmen. Großartig. Wasserflasche. Haben wir zufällig eine Wasserflasche mit dabei. Haben es aufgefüllt. So. Ja, das ist natürlich immer das Beste. Offen zugängliche Wasserquellen. In Rom habe ich die zuletzt gesehen. Nicht direkt in Rom, aber in Italien. Die Sonnenblumenkerne. Ich dachte, wir sollten dir. In meinem Tagebuch steht nichts über Kürbisse. Ich weiß rein gar nichts über Kürbisse. Ich denke mal, wie sie aussehen. Und ich habe hier ein paar Samen. Gut, dann züchte ich ein paar Kürbisse für dich. Okay. Okay, das hilft uns jetzt bei der Dame jetzt nicht so weiter. Ach, verdammt. Gut, ich dachte. Kann mir jemand. Plattfisch? Nein. Zucker bräuchte ich mal. Für die Marmelade. Das wäre wirklich notwendig. Stein. Nagel. Das wäre nicht schlecht. Wenn du Nagel hast, sag's mir Bescheid. Okay, die Preise werden immer teurer. Das sagte, glaube ich. Cool. Okay, du hast Zucker. Nenn ich mal Zucker. Ja, 14, das ist. Ja, kaufen. Sehr gut, wir haben Zucker. Brauchen wir noch irgendwas? Haben wir es jetzt im Inventar, hoffentlich. Zucker. Wo ist mein Zucker? Habe ich das nicht gekauft, oder? Habe ich was verpasst? Hat die mich hier betrogen? Zuckereimer, bitte. Kaufen. So, lege ich es zurück. Ich würde gern. Verstehe ich nicht. Aha, okay, jetzt habe ich gekauft oder was? Inventar. Zucker, sehr gut.
haben weniger Geld und haben ein bisschen Zucker gekauft. Ich hoffe, ein Zucker reicht erstmal für eine Orangenmarmelade. Irgendwie. Stuch, alte Dame. Eintreten. Sei jetzt zu alten Leuten auf der Insel, wenn du dich daneben benimmst. Aber ich habe ein Buch für sie, Madame. Ich kann, wie kann ich jetzt hier? Schüttkotten sagt. Roman. Sayems Brief. Brief von Yaya Haku. Text ist zwar durchgestrichen, aber immer noch lesbar. Sayem im Leuchtturm. Queen des Liebes, Raimi, wie geht es dir? Großartig. Den sollen wir überbringen, oder was? Dazu machen wir den ganzen Aufwand. Müssen wir mit den Leuten im Dorf nochmal reden. Vielleicht weiß da jemand, wie wir die stubere alte Dame hier überreden, was uns mal reinlässt. Dann wird es schon Nacht. Müssen wir wahrscheinlich mal zurück zum Kutter. Ja. Haben wir noch einen Apfel dabei? Können wir den füttern oder? Ach, stimmt, habe ich allein gepflanzt. Suchte mein Problem. Okay, mit denen können wir nicht reden. Gibt es jemanden, mit dem wir reden können? Jemand, der uns verraten kann, wie wir mit der Dame umgehen können. Haben wir jetzt Müll weggeworfen oder was? Ja, können wir Müll wegwerfen. Das ist großartig. Recycling. Das hast du schon gestern gesagt mit der Musikaufführung. Vielleicht sollten wir trotzdem erstmal zum Kutter gehen. Ja, der will Kürbisse sehen. Kürbisse. Müssen wir wieder zurück zur Insel und das anpflanzen. Ja, schauen wir mal. Die Frage ist, wie kommen wir zu der Dame oben rein? Das ist immer noch ein Mysterium. Oh, bist du dir hier reingefallen? Ich kann auch nirgendwo außer an dieser Stelle dort drüben an Land. Dann sterbe ich immer kurz bevor ich da bin. Sehr realistisch. Ja, natürlich. Die 2 Zentimeter hätte es nicht mehr geschafft. Das wäre jetzt wirklich unmöglich gewesen. Gut, schlafen wollten wir gehen. Rede mit den Einwohnern von Quedis und finde heraus, wie du Sayemi dazu bringen kannst, die Tür zu öffnen. Falls das eine Anspielung auf den Katzen-Typ ist, mit dem haben wir schon geredet. Im Boot schlafen.